Sie können sich vorstellen, wie für uns als die Politikerinnen und Politiker, die das jetzt zu entscheiden haben, diese Situation extrem schwer ist. Wir schlagen keinen Tag eine Nicht-Wirtschaftszeitung auf, in denen steht, dass man nun endlich mal den Mut haben müsste, zu einer anständigen Restrukturierung zu schreiten. Wir haben hochvermögende Wirtschaftsinstitute und Ratgeber, die uns sagen, dass das alles so sowieso gar keinen Sinn hat. Und ich darf Ihnen sagen, hier macht sich das ja kein Abgeordneter leicht im Deutschen Bundestag. Aber unter diesen sich widersprechenden Botschaften die richtige Antwort zu finden, ist wirklich nicht einfach, weil es im Übrigen noch um Dimensionen geht, die wir sonst nur im Zusammenhang mit Gesamtbudgets eines ganzen Jahres für den Bundeshaushalt beackern. Wer hat nicht vergessen, wie während meines Urlaubs im Sommer 2007 der heutige Bundesbankpräsident mir eine SMS schickte und sagte, die IKB ist in Schwierigkeiten. Und ich kurz vor Beginn einer Oper in Salzburg zurückfragte, was ist die IKB? Das war nun nicht sozusagen Ausdruck meiner unbedingten kleinen, detaillierten Sachkenntnis, aber die IKB war nie auffällig geworden. Sie hatte gut funktioniert. Und das war sozusagen mein Einstieg in eine völlig neuartige Beschäftigung, die von nun an, die von bis dahin ja keiner von uns so, außer wenn er Fachmensch war, gepflegt hatte. Und dann gab es die Bankenkrise mit ihrem Höhepunkt Ende 2008. Dann gab es die Krise der Realwirtschaft. Das Wort hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört. Im Unterschied zur Finanzwirtschaft, mit der wir uns dann durch angefeuert auch wieder zu massiven Konjunkturprogrammen haben überzeugen lassen. Und dann kam das, was ja absehbar war für den, der eine Runde weiter dachte, dass zumindest ein Teil der Staaten diese massiven Konjunkturprogramme nicht wird tragen können. Und dann kam es eben zu der Schuldenkrise der Staaten, was insbesondere im europäischen Raum uns vor völlig neue Herausforderungen gestellt hat. Das heißt, parallel zu dem, was wir sozusagen zur Regulierung der Finanzmärkte tun müssen, haben wir unentwegt Weiterentwicklungen der Krise zu beackern, auch im ganz aktuellen Tagesgeschehen. Und wir arbeiten immer sozusagen an der Beseitigung der Sünden der Vergangenheit und gleichzeitig an der Schaffung der Architektur der Zukunft. Ich will sagen, wir werden diese Krise meistern. Sie ist noch nicht in allen Facetten überwunden. Aber diese Krise darf sich in absehbarer Zeit in dieser Art nicht wiederholen. Sonst wird es für die politische Stabilität extrem schwierig und nicht nur bei uns.